Hallo, liebe Leute, hier ist Christian von Christian aus Blaze Day mit dem Hut. Ihr kennt mich sicherlich, wenn nicht, ist auch okay. Ich packe hier mal meine schöne Gitarre einmal mal zur Seite. Und heute machen wir ein ganz, ganz cooles Video, ein Vlog. Aber ich habe ganz, ganz viel vorbereitet, sogar so viel vorbereitet, dass ich mir Notizen machen sollte. Ich sehe jetzt gerade nur nicht so viel, meine Lampe ist so dermaßen mich am Blenden. Seht ihr mich überhaupt richtig? Seht ihr mich? Ja, hier, ich habe mir sogar richtig Notizen gemacht auf der Rückseite von Noten von Purple Haze, falls ihr das seht. Wenn ich jetzt, also irgendwie ist mein Display sehr lichtempfindlich gerade und man sieht eigentlich gar nichts. Aber so, weil wir haben sehr, sehr viel vor. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für 15.000 YouTube-Abonnenten. Habe ich ja auch hier nochmal festgehalten. Kann man das sehen? Ich weiß nicht, ich sehe auf meinem Display sehe ich so gut wie nix, man sieht nur weiß. Also wenn ihr das jetzt nicht seht, wenn das Video so hell sein sollte, hier steht danke, 15.000 Abonnenten, 15.000 in Zahlen ausgeschrieben und Abonnenten. Und da unten sind nämlich noch, wir haben bei YouTube 18 Millionen, ja, das wäre geil, 1,8 Millionen Views bzw. Klicks. Das heißt, dass halt oh, so knapp, ja, 1,8 Millionen Leute sich das halt so angeschaut haben, weil YouTube macht das nicht so, wenn ihr fünfmal auf das Video klickt, dass ihr dann fünfmal klickt, weil das wird da IP-abhängig und so gemacht. Deswegen, Dankeschön für eure Treue, Dankeschön, dass so viele Leute denken, dass sie meine Videos regelmäßig bei YouTube haben wollen. Schon mal nicht schlecht. So, jetzt zu den anderen Sachen. Also erstmal nochmal Dankeschön, wirklich. Ich finde das sehr, sehr cool, was wir da so auf die Beine gestellt haben, weil ohne euch wäre ich da nichts, weil ihr gebt mir Feedback, ihr gebt mir auch immer die Fragen und ich habe halt auch so ein, ich sage jetzt mal so einen kleinen Kreis von Leuten, die mir auch immer helfen. Ich möchte auch nochmal den Jörg nochmal besonders betonen, das ist derjenige, der mit mir meine Internetseite macht, der mir das vollkommen kostenlos zur Verfügung stellt, weil er da, ja, er hat da so die Domain und sowas. Er müsste das aber nicht machen, ja, er müsste es nicht machen, er könnte auch Geld von mir verlangen, vielleicht 83 Mark 42 und, oder auch weniger. Und auf jeden Fall deswegen, danke, danke Jörg, du wirst wahrscheinlich dieses Video jetzt hier sehen, ansonsten werde ich dich zwingen, dieses Video zu gucken. So, das ist Punkt 1 auf meiner Liste. Punkt 2 ist, ich habe noch einen neuen Partner dazu gewonnen. Meine Partner sind bis jetzt Session, ne? Da wo ihr so Zeug kaufen könnt, dann ja grob Meinl, aber Meinl ist mehr oder weniger Ibanez, Mesa Boogie und Deadadrio, glaube ich. Die Seiten sind immer so ein bisschen komisch hier. Ich habe Deadrio. Ich weiß nicht, wie man sie richtig ausspricht, ja. Mein Kontakt von Meinl hat auch schon gesagt, ja, du sprichst das falsch aus. Ich weiß, aber kein Mensch bei mir in der Umgebung kann diese Seitennamen richtig aussprechen. Also wenn ihr diese Seiten ordentlich aussprechen könnt, schreibt es hier einfach mal unter das Video. Ihr könnt generell alles unter das Video schreiben. Ja, allen Unfug und ich habe aber einen neuen Partner dazu gewonnen und die, das ist Music and Stuff heißen die. Das sind mehr oder weniger online Musik und Equipment Tester, beziehungsweise die machen Reviews, die machen Interviews, die machen kleine Artikel und so. Ist quasi wie so ein Online-Magazin, aber schon, ich sag mal, so mit Schwerpunkt auf Testen. Wenn ich jetzt irgendwas falsch sage, liebe Music and Stuff Leute, ja, dann bitte korrigiert mich, aber ansonsten habe ich so den Eindruck, dass ihr das dann so macht. Die Partnerschaft ist ja auch noch neu. Da werdet ihr von mir ein paar Videos mal so bei Facebook und sowas von denen sehen, beziehungsweise wir werden auch wahrscheinlich ein Interview mit mir machen, aber alles. Das ist alles noch in den Kinderschuhen. Es wird auf jeden Fall sehr weitergeführt. So, Music and Stuff habe ich auch hier einen Link unter das Video gepackt. Klickt einfach mal drauf, ist ganz cool. Die haben auch so eine Printausgabe, die kommt aber nur viermal im Jahr. So, nächster Punkt ist Aktion bei Session. Session hatten noch im September eine Aktion, die heißt September oder S-Aptember. S klein geschrieben oder S groß, weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe es mir hier markiert. Und dann Aptember. Da geht es darum, dass man kostenlos deren App installieren kann. Und wenn man dann etwas bestellt, bekommt man 5 Euro als Gutschein. Also da hat man quasi schon mal so eine Seitenpackung oder sowas. Oder vielleicht auch zwei, je nachdem, was man
für Seiten sich kauft oder ein Stimmgerät oder sowas, ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Habt ihr auch unter dem Video, habt ihr den Link dazu, klickt drauf und ergötzt euch an diesen 5 Euro. Und ja, dann kommen wir noch was von mir persönlich, beziehungsweise vom Kanal. Ich werde eine neue Videoserie ins Leben rufen. Und zwar, ihr habt ja schon vor einiger Zeit, habt ihr das ja gesehen, dass ich euch aufgerufen habe, die besten 5 Rockgriffs oder eure besten 5 Rockgriffs aufzuschreiben, ja. Und ich würde da auch nochmal ganz gerne von euch oder euch appellieren, da nochmal drunter zu schreiben, weil da sind zwar viele, viele Antworten, das finde ich auch sehr geil, aber viele rutschen dann doch schon ins Metal rein. Ich möchte Rock haben. Metal wird es auch noch sein, Video geben, aber ich möchte Rock, ja. Ich möchte, weiß nicht, Guns N' Roses, ich will so Sachen wie Nirvana, AC/DC, ja, Iron Maiden ist auch schon wieder schon Metal, ne, also alles, was so ein bisschen Rock, Bon Jovi ist auch Rock, ne, solche Geschichten, ja, schreibt das da drunter, was da so eure besten Rockgriffs sind, weil ich werde nämlich jetzt jeden Montag ein Video machen, wo ich ein Riff davon euch vorstelle, ja, das wird dann so nummeriert auch, ich plane das auch für den Bass, also immer parallel Gitarre und Bass. Da muss ich mal gucken, ob ich das zeitlich hinschaffe, aber ich plane es, ja. Ich versuche es, ja. Seid mir nicht böse, wenn es dann irgendwie Unregelmäßigkeiten ergibt, aber wirklich, ich versuche das dann jeden Montag dann immer vorzustellen, ja. Diese neue Videoserie wird es dann geben. Ab nächsten Montag, ja, es wird auch ein sehr, sehr cooles, berühmtes, aber leicht zu spielendes Riff als erstes Riff geben. Aber da könnt ihr dann natürlich schauen. Ich werde es jetzt nicht sagen, was für ein Riff das ist. Weil dann sagt ihr, das gucke ich mir jetzt schon mal an irgendwie im Internet. Es ist auf jeden Fall ein Riff, was ich noch nicht gemacht habe. Ich habe mir das noch aufgehoben. So, und jetzt noch zum letzten Punkt meiner Liste. Und zwar, ich bin ein ganz, ganz kleines bisschen unzufrieden mit diesen Fragevideos, die ich mache. So jeden Monat mache ich die und diese gehen immer so lange, so 20, 30 Minuten. Und es gucken auf jeden Fall einige Leute das Video dann bis zum Ende. Aber ich finde immer so die Fragen, die am Ende stehen, da denke ich mal, werden sehr wenig Leute diese Fragen dann sehen bzw. dann auch hören. Und ich werde das so machen, dass ich jetzt mir einzelne Fragen immer raussuche und die als einzelnes Video mache. Wirklich nur eine Frage und dann einzelne Videos. Wenn dann sich zu viele Fragen auftürmen und ich die trotzdem dann beantworten will, dann werde ich wahrscheinlich so ein Sammelvideo mal machen. Aber ich will von diesem monatlichen weg. Zumal ich habe eigentlich immer über den Monatswechsel, das kennen wahrscheinlich auch viele andere Selbstständige, habe ich sehr, sehr viel zu tun und dann, ich komme meistens nicht so richtig dahin, dass ich wirklich am Anfang des Monats das Video dann poste, sondern es wird dann immer so ab dem 10., 12. oder so, ist dann auch irgendwie doof. Und ich finde auch immer, dass ich mir zu wenig Zeit für die einzelnen Fragen nehme, weil es gibt wirklich sehr, sehr coole Fragen, die man so einzeln so beantworten kann. Ich wurde zum Beispiel letztens gefragt hier, wie ich das hier Ganze mache mit dem Aufnehmen von den Videos und sowas. Ja, das hat für mich nicht so viel in so einem Monatsvideo zu suchen, sondern das könnte ich dann halt eher dann einzeln und persönlich machen oder irgendwelche Empfehlungen für irgendwelche Verstärker oder so. Ja, das will ich dann halt als Einzelvideos machen. So, ich denke, das war's jetzt alles. Und ich würde sagen, schaut auch meine anderen Videos, ja, schreibt hier unter das Video, was ihr denn so fühlt und empfindet bei dem Ganzen und schreibt doch einfach mal so Fragen und Meinungen und sowas unter das Video. Ansonsten nutzt bitte bei meinem Top 5 Rock Riff bitte da die Möglichkeit, dass ihr da eure Riffs runterschreibt. Ihr könnt auch doppelt schreiben, ja, ist mir egal. Ich habe in dem Video gesagt, komm, bitte nur 5, ja, schreibt mir 10 oder so, ist mir egal. Hauptsache, ich habe da wirklich richtig coole Lieder stehen, weil da sind auf jeden Fall sehr viele coole Lieder, aber auf Dauer würde ich sagen, fehlen auf jeden Fall noch einige. Also wirklich noch viele, viele. Und ich möchte halt diese Videoserie, um das jetzt da nochmal hinzukommen, ich will diese Videoserie wirklich dazu nehmen, um eure Wunschriffs vorzustellen. Nicht, dass ich sage, hier, cooles Rockriff von AC/DC und so, sondern ihr sagt, ey, geil, AC/DC zum Beispiel, keine Ahnung, Thunderstruck ist geil, dann zeige ich Thunderstruck. Aber natürlich, ihr müsst auch sagen, welches Riff das Intro-Riff. Kann ich das hier spielen an der Akustik? Ja, das ist aber so ein bisschen hier. Ja, es wird eigentlich ein bisschen anders gespielt, aber ich habe jetzt keinen Plektron-Song. Hört ihr es?
Das zum Beispiel, das könnte ich zum Beispiel euch zeigen und so weiter und so fort. Aber nutzt das bitte, schreibt das da drunter und bis jetzt hat, glaube ich, Thunderstruck, doch, hat jemand geschrieben, doch. Aber ich glaube nur das Chorusriff oder so, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, so, jetzt möchte ich auch Schluss machen, weil ich bin jetzt mega in so einem Lava-Flash. Hab wohl einen Kaffee getrunken. Schönen, geilen Lavazza-Kaffee. Was trinkt ihr denn für einen Kaffee, wenn ihr Kaffee trinkt? Eigentlich soll ich nicht mehr so viel Kaffee trinken. Und ich trinke auch nicht mehr so viel Kaffee. Aber so am Wochenende mache ich das auf jeden Fall, weil wir haben heute Sonntag. So, jetzt ist aber auch genug zu reden. So, ich wünsche euch was. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.